Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3, wo wir heute hoffentlich mal endlich mit dem Story-Modus weitermachen, ja. Wir wurden ja jetzt lang genug davon abgelenkt, ne? Ich würde sagen, wir machen jetzt endlich mal das, worauf ihr alle hier schon die ganze Zeit wartet und schon Witze drüber macht. Nämlich hier mal endlich hier storymäßig voranzukommen. Ja, Story geht halt hier unten erst weiter. Da wollen wir hin. Und wir versuchen uns jetzt nicht ablenken zu lassen. Wir ignorieren alles andere. Nicht da den Marker setzen, da den Marker setzen. So. Unser Trupp ist bereit. Letztes Mal hatten wir diesen Horrortrip gemacht. Und das war ganz schön interessant. Ja, wir holen uns die Harmoniepunkte. Ja, ich habe ja letztes Mal auch gesagt, dass wir die Waffen so ein bisschen umgeändert haben. Und was diese Horrortrips angeht, haben wir auch schon abgeklärt. Das machen wir erst dann nochmal, wenn ich einiges an Helden mehr geholt habe. Den edlen Äther da oben würde ich gerne holen, aber da steht so ein dickes, fettes Ding. Was mich wahrscheinlich one-hittet, sobald es mich auch nur anguckt. So, das gönnen wir uns. So, erstmal das Tasma hier. Ja, hier lebt ja nicht viel, ne? Ich habe irgendwie ein Ahnung, glaube ich, angelockt. Nee, doch nicht. Oh ja, wir können Ino ein bisschen aufbessern. Dann muss ich auch noch mal offscreen so ein bisschen die Dinger mal ein bisschen abfarmen, dass wir Ino ein bisschen aufbessern. Was kämpft denn da? Lass mich schon wieder ablenken. Da kriege ich Bonus-EP und da kriege ich Nopo-Münzen. Und tschüss. Kommt vor, dass dieses Teil immer richtig viel Reichweite hat, diese Klinge der Ewigkeit. So, ein bisschen Bonus-Erfahrung abgestaubt. So, da unten ist eine verlorene Seele, die wir eben kurz in den Himmel schicken können. Was seid ihr? Papiko Kapitinga. Ich habe nur gesehen, dass die einen irre langen Namen haben. So, der Frogo, der lässt uns hoffentlich in Ruhe an das Teil da hinten dran. Ich will das nur einsammeln. Ich will keinen Stress mit dir. Vielen Dank. So, und da oben auf der Klippe war auch noch was. So. Da unten leuchtet was mitten im See. Muss ich auch einsammeln. Hier ist so viel, dass ich einsammeln muss. So viel Ablenkungsmaterial. Und einen von euch müssen wir eigentlich vom Prinzip her auch einmal vernichten. Was ist nicht wirklich eine Gefahr? Ach ja, für die Juwelen muss ich ja auch nochmal die ganzen Viecher einmal abfarmen. Na, ich habe so viel offscreen bei diesem Spiel zu tun. So, ich habe ein karoförmiges Fragment. Keine Ahnung, wozu viel ich brauche, aber ich habe es. Die Viecher hier sind alle so friedlich. Wahrscheinlich einfach nur, weil ich fast 10 Level über denen bin. Wenn ich auf demselben Level würde, die mich alle verkloppen wollen.
Ich hoffe, ich kriege Äffel bald wieder. Dass ich die bei den Heldendingern nutzen kann. Ja, ich auch. Same here. I could eat a triple helping of Manana's cooking right about now. Meinst du, die kocht so viel für dich? Meanies, what was that, Senna? It's just, I was up all night thinking. Those guys are so selfish. Selfish how? You know what I mean. Every time we interlink, they're the ones taking the lead. And me, all I do is watch. Oh, that's what you mean. Tell me you don't think so too. Maybe not selfish, but like... Hey, why didn't you move that way? And stuff like that, yeah. Yeah, right? So you'd prefer to take the reins? I just want to do more. Like, pull my weight. You know? That's so you, Senna. I think it's probably fine, though. They're just being protective, I think. Like what Noah said? Yeah. I wouldn't worry about it. I'm sure we'll get our turn. You sure? Yeah, positive. Sweet, let's poke around. Ah, meine wohlverdiente Pause. Wie? Was? Wo? 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 Da oben. Muss holen. Ablenkung. Ja, hier rechts. Das ist sowas von nicht auf dem Weg. Da. Da ist die rote Rauchschwade. So, will mir irgendwer ans Leder? Kriege ich die Kiste? Easy. Oh. So, wo sollte ich denn aber eigentlich lang? Genau in die entgegengesetzte Richtung. Perfekt. Ne, Interaktion ist hier. Die sollte ich auch absammeln. Hier vorne, ja, richtig. Ich muss den Weg halt dann wahrscheinlich nochmal runter hochlaufen. Ach, da ist eine Treppe. Ich aktivieren kann. Okay, gut, dass ich nochmal zurückgelaufen bin. I think you operate it like so. So, dann habe ich hier eine Leiter. Kommt man hier auch hoch und runter? Ja, die sollte ich bei Möglichkeit aktivieren. Das ist schon so richtig. So, dann gehen wir jetzt hier den Weg entlang.
Niemals vom Fahrrad abkommen, Leute. Ich werde aber auch so schnell abgelenkt. Da leuchtet halt schon wieder irgendwas, das mich so magisch anzieht. Die haben irgendwie so eine Shining Anziehungskraft. Diese Container. Da waren hauptsächlich diese Silbermünzen drin. Die Knofelsbrücke. Ich werde jedoch höchstwahrscheinlich gleich attackiert. Guck mal, da sind die Wölfe. Die werden mich aber in Ruhe lassen, weil ich stärker bin. Ja, sobald der in die Zahl grau ist, greifen sie einen nicht mehr an. Die Caitlin-Hügelkette. Ist interessant, wie sehr die einen in Ruhe lassen. Also vorher fast alle 5 Meter angegriffen werden. Und sobald man ein höheres Level hat... Ah, das Teil kann ich mir eh nicht holen. Ich bin auch nicht so ein Kletterass. Vor allem mit meiner Höhenangst. Ich war einmal in so einem Kletterpark, ne? Ich bin eine dieser Rutschen lang und genau bei der ersten ist das Ding bei mir hängen geblieben und ich hing auf halber Strecke 10 Meter in der Luft. Wo ich mir nur dachte, Hilfe, ich will hier runter. Leute, ich habe den Bereich hier vorne komplett jetzt rausgeschnitten wahrscheinlich. Da war nur eine Hülle und eine Kiste hier so ganz am Ende. Da ist auch ein Boss, aber den kriege ich irgendwie nicht so wirklich down. Vor allen Dingen, weil meine Heiler ihren Job einfach komplett nicht machen. Also, mir kommt es so vor, als ob die Heiler einfach nur dastehen und zugucken. Ich weiß nicht, ob das bei euch so der Fall ist, aber bei mir fühlt es sich so an, als ob die einfach nur so da stehen. Hi, wir sind Heiler, du machst das schon, wir brauchen ja nichts tun. Du bist fast tot, aber du schaffst das schon. Ich brauch dich nicht heilen. So kommt mir das Gefühl die ganze Zeit mit den Heilern vor. Dass die einfach nichts machen, solange man die nicht selber spielt. So, komme ich da jetzt irgendwie hoch? Also hier ist auch nochmal ein Reisepunkt. Jetzt haben wir eine Supreme-Sequenz. Probably shouldn't be climbing up this one, huh? But this is the route Ethel told us to take. No question. Well, I guess that means we'll just have to keep going then. Hey Valdi, where are you? Huh? Outside the colony. Well, yeah, I know that. It's bad. The consul's searching for you. Gotcha. Just make up something. Sorry, make up. Let's look for a place we can climb from. I'll take a look around here. Okay, I'll check out over here. Oh, crap. Guys, get back! Sorry. Apology grudgingly accepted. Hey,
Are you Ouroboros too? Factually untrue. Minana is just Minana. Ah, that's a relief. I really didn't want to have to fight a Nopon. Oh, Valdi, by the way, if I may? Is this... What are you guys doing? Woohoo! That was awesome! We're the ones you got beef with. Come on, bring it! You can't beat me. Here I come! Ich wollte gerade sagen, ne? Das ist auch ein neuer Held. Also der war ja sogar bei den Horror-Trip als Bild da. Den kriegen wir safe. So, machen wir erstmal seine Ads am besten platt, ne? Zack. Zack. Ich wollte gerade sagen, Blutung wird bei dem eher weniger funktionieren. So, das war der eine. Dann machen wir jetzt noch die andere Maschine kaputt. Das hat ordentlich Schaden gemacht. Aber der Typ, der ist schon ein Kracher. So, und der kriegt jetzt eine Angriffskette ab. Wir sind uns am Ende der Kette. So, der ist vernichtet. Wow! The joints are all burned out. And the state of this armor. Der Typ. Hey, show me that again. Show you what? Those moves you pulled. I've never seen anyone smash up a Levinus like that. I need to figure out how you guys managed to do it. Nothing to observe. Frame was structurally poor. Evident that driving wheel could not withstand torque. The driving wheel, you say? I wonder if it's because it was upgraded from lightweight to a more heavy assault style. Did I mess up the handling? But the armor had to withstand a charge. I had to fudge the weight to keep a good turning circle. Wir haben hier einen Mechaniker vor uns. You're absolutely right. I can't believe you could tell with just one look. Hey, would you teach me everything you know? Noah? Who exactly are you? Oh, I'm Valdi, Levinus Builder from Colony 30. I heard that anyone who defeats you gets a whole buttload of supplies from the castle as a reward. But, yeah, you won. So it's all good. Oh, yeah, everything's just hunky-dory. What the snuff are you playing at? Not playing anything. You're really a mechanic? From Colony 30? Who's the commander for that one again? Oh, yeah. That would be me. Pull the other one! Yes! Wow. Don't look so surprised. I did hear that Colony 30's commander was the greatest mechanic in Keves. Not sure I would say greatest, but I am bonkers about Levinuses. Valdi! Hey, Zek. What's up? Surely that's my line. The Levinus signal just cut out. What happened? Oh, it just got a bit bashed about. Everything's fine. I'll be back home soon. You're going back alone? Huh? I...
I was just wondering how you expect to manage that. Oh, it's fine. The colony's not that far away. I'll just cannibalize these bits and pieces into a new Levness. Quick as you like. That'd take so much salvaging. Oh. Maybe I can't do it alone. Ich glaube, wir müssen den Jungen nach Hause bringen. Wie ist der Commander geworden? We'll do your grunt work. All right, hit us. What's the shopping list? You'd really help me. Well, we're not going to leave you alone to fend for yourself. Thank you so much. Landsman. I mean, Lands. Lands, I shall call you. Let's get cracking. I'll send the likeliest sites for debris to your iris. Good to add more names. Ein komischer Kauz für unsere komische Gruppe. Na gut, er setzt jetzt momentan Ino, ne? Das Ding aktivieren wir noch und lassen die Hülle in den Himmel aufsteigen. Dann haben wir die Abkürzung auch. Ich denke mal, dass wir mit ihm dann auch hier die Teile hoch können. Also diese komischen lila Ranken. Okay, wie weit voneinander sind denn die Dinger weg? Ich will das einfach fürs nächste Mal schon mal wissen. Da ist eins. Da und hier oben. Okay, da muss ich nicht so extrem viel laufen. Ich würde aber sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Wir haben den wahrscheinlich nächsten Helden für unser Team gefunden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch damit jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss!